Hallo zusammen, ich bin der Pedro von Bikebox.ch. Ich stelle dir heute das neue Specialized S-Works Tarmac SL7 in Dura-Ice-Version vor. Das neue Tarmac SL7 ist ein unglaubliches Velo. Ich habe ein Velo komplett neu konstruiert und gleich sieht es ein bisschen ähnlich aus. Das ist das Coole. Was wichtig ist, hier sind ein paar Sachen im Vordergrund gestanden. Ich wollte ein Velo, das immer noch sehr, sehr leicht ist, sehr, sehr spritzig ist, sehr steif und sehr direkt. Aber ich wollte noch ein bisschen mehr Aerodynamik drin, weil das immer ein wichtigerer Punkt wird auf den heutigen Einsätzen, die man braucht, in den Rennen oder schon nur beim normalen Fahren. Das heisst, die ganze Integration ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt geworden. Neben den Shapes, die ich hier habe, die so ein bisschen breiter geworden sind, mit dem Sitzrohr, mit den Sitzstreben, die abgeflacht sind, unter Sattelstützen, die wirklich sehr, sehr gute Aerodynamik bietet, aber immer noch ein bisschen Komfort hat, ist das Cockpit im Vordergrund gestanden. Das heisst, ich habe alles zusammen integriert, es geht kein Kabel mehr aussen durch. Ich habe einen speziellen Vorbau mit dem Lenker, beides einzeln erhältlich, wo es so sauber zusammenstellen kann. Aber mit dem Kabel, alles innen durchgeführt, kommen hier unten durch in Vor- und rein und gehen schön oben runter, was alles zusammen wirklich perfekt integriert ist und dort nicht irgendwie windanfällig ausgesetzt sind. Wir haben natürlich verschiedene Möglichkeiten. Es gibt verschiedene Breiten vom Lenker, verschiedene Längen vom Vorbau. Ganz, ganz wichtig für die Einstellungen, ich kann das auch so verschieben, so, was man als Fitting macht vorher, was wir mit euch zusammen können schauen können, welche Sitzposition brauchen und das Velo eigentlich genau so für dich zusammenstellen und aufbauen. Weiter zur Aerodynamik. Das Ganze hat natürlich nicht nur mit dem Rahmen zu tun und mit dem Vorbaulenker, sondern hier ist ja der Rad ein wichtiger Punkt. Und wir haben hier die neuen Roval Rapid Celix Rallye drin. Vor und hinter zwei verschiedene Räder eigentlich. Das heisst, ich habe vorne Felgen, die etwas weniger hoch ist. Dafür sehr, sehr breit und sehr, sehr bauchig. Recht ungewöhnt für ein Rennvelo. Weil wenn ich oben runter wo 26 mm Reifen montiert ist, sehe ich beidseitig noch die Felgen ganz wenig raus. Das hat einen sehr, sehr grossen Vorteil, was die Windanfälligkeit, das gibt Seitenwind und so, wo ja, sofort da ist, was das viel, viel einfacher ist vom Lenken, vom Steuern her, und weniger anfälliger ist. Hinter habe ich eine Felge, die etwas höher ist, mit über 60 mm und doch etwas schmäler. Weil hinter ist der Windeffekt, ist mehr das Gleiten angesagt vom Ganzen und daraus kann man das perfekt so machen. Vor ist das Steuern ein viel, viel wichtigerer Punkt. Die Roval Celix Rallye in dieser Rapid-Version haben natürlich super, super gute Nabben drin mit dieser Sitznabbentechnik und Ceramic Speed Lager. Von Hand gespeichert, mit Aerolite-Speicherli, dass das auch wirklich super verhält, ja, leicht ist, ja, das ist ungefähr 400 Gramm der Satz und gleichzeitig sehr, sehr steif. Das Ganze mit einem normalen Pneu zum Fahren. Wir sehen hier das Specialized Turbo Cotton Pneu. Baumwolle-Karkasse, sehr, sehr geschmeidig zum Fahren. Plus, er ist einfach sehr, sehr schnell. Aktuell einer der schnellsten Pneus. Kann ich ganz normal mit Schlauch fahren in verschiedensten Versionen. Was wir hier gesehen haben, bei Dura-Ice-Version natürlich die komplette Shimano Dura-Ice DI2-Version. Sprich, natürlich elektronisch geschaltet. Perfekt vom Bedienen her, perfekt einstellbar in die verschiedenen Modus, wo man auch selber hilft mitschalten. Ich habe eine Dura-Ice-Kurve drauf. Hier mit dem Specialized Wattmesssystem drin. Beidseitig, also sprich, beide Wattmessungen von rechts und von links. Wo ich dann in meinem Garmin, Wahoo oder was es auch so für Geräte gibt, kann anzeigen. Ich habe hier extra eine Halterung drauf zum Vorbau und das aerodynamisch gemacht. Sauber nochmal zum Einklicken, dass es eine perfekte Sache ist vom Bedienen her. Die Anbauteile wie mit dem Sattel hier oder Power S-Works Sattel, Carbon-Gestell, Carbon-Schale, super leicht, trotzdem einer der bequemsten Sättel. Gibt es in verschiedenen Breiten, die wir natürlich zusammen anschauen, im Fitting zusammen, was für dich wichtig ist. Gut, super schöne Fahrt natürlich, gibt es auch noch zu sagen.
in diesem Rot, so der klassisch, ein bisschen Ferrari-mässig. Richtig schnell sieht das Velo schon aus. Wenn es jemand hat, der das etwas dezenter weg, gibt es natürlich auch eine zweite Farbvariante. In Schwarz mit ein bisschen Grün drin. Oder mit 10 verschiedenen Farboptionen im Frameset-Bereich. Framesets, die man natürlich perfekt auf deine Bedürfnisse kann aufbauen kann. Wenn man vielleicht noch etwas anderes will als das, was jetzt hier ist. Ja, wir haben verschiedenste Möglichkeiten. Gut, ich weiß nicht, wie es euch gefällt. Ich bin nur noch am Grinsen. Eine Scheissfreude. Heute übrigens gibt mein neues Rämli kommen. Also wird nächstes sogar eins aufgebaut. Und das macht richtig Spass. Gut, bis gleich bei uns in den Läden. Kommen wir schauen. Wir sehen uns. Tschüss zusammen.